Hallo und herzlich willkommen hier zu Star Wars der Widerstand bzw. Uprising und wir haben hier eine Belohnung wieder erhalten. Nehmen wir natürlich mal unser Kartell 33. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da. Ja, das sind sehr viele Mitglieder schon seit Tagen nicht mehr online. Schade. Da geht's nicht wirklich voran, aber ein bisschen wenigstens die, die online sind, die. Mit denen kann man was anfangen auf jeden Fall. Dann ist das jetzt hier Part 19, glaube ich. Ich hoffe, dass es mit der Ton hier passt. Ich nehme das Ganze nämlich gerade mit der virtuellen Bildschirmtastatur auf, quasi. Und jetzt sprechen wir mal mit Shortpaw. Es wird ein relativ kurzer Part. Habe ich letztes Mal auch schon gesagt, aber ja. Wusstest du, dass der Druide hier unser Pilot sein könnte, wenn er noch eine Waffe benutzen könnte, würden wir dich gar nicht mehr brauchen, Daniela. Ich habe ihn gefunden, das heißt unsere Schulden wirklich. Nee, das heißt nur, dass du härter daran arbeiten musst, mitzuhalten. Du hast keine beschäftigt. Immerzu beschäftigt. Sehr gut, Campina. Aber das Schiff benötigt immer noch Teile. Alles klar. Da werden wir das Level 21 brauchen. Auf Hoth. Aber sowas von. Dann machen wir doch letztes Mal was, so ein Commentary. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Während ich dieses Video aufnehme. Nein, leider ist gerade nicht. Kam der letzte Partner gar nicht raus. Also ich weiß noch nicht, wie er angekommen ist. Also sowieso gerade alles ein bisschen schwierig. Ich studiere und dann noch aufnehmen. Aber bis jetzt funktioniert es ja relativ gut, würde ich sagen. Da entlang. Wir sind ja eigentlich relativ übermächtig, von dem her alles kein Problem. Da ist vielleicht eine ganz kleine Verzögerung drin. Aber das soll jetzt nichts machen. Ja, hallo, jetzt komm. Mach den doch kaputt, bitte, danke. Immerhin ist unsere Allianz schon. Allianz-Kartell. Ich sag immer Allianz. Wenn's Kartell heißt, immer Kartell, wenn's Allianz heißt. Ganz lustige Geschichte. Können wir das eigentlich noch mitnehmen? Das ist wahrscheinlich nicht. Das nicht. Da hat noch so rausgesprungen. Komm, kämpf den an. Natürlich immer da diese Attacke hier. Ja, letzter Part. Bin ich gespannt, wie das eigentlich ist. Das war natürlich so nicht geplant. Diesmal habe ich mein Mikrofon an. Ich sehe es. Besser kontrollieren. Da muss man das nicht ganz nachkommentieren. Reimt sich sogar. Busch. Wenigstens ist es immer eine andere Karte, ist er mal nicht schlecht. Glaube ich auf jeden Fall, dass es eine andere ist. Muss aber schon sein. Mach ich das hier mal. Kommst her. Das heißt, jetzt haben wir natürlich unsere Spezialfähigkeit jetzt komplett vertan. Unsere beiden Spezialfähigkeiten, die wir eigentlich auch mal wieder aufrüsten könnten.
da geht's entlang. Ich hab gedacht da, aber das macht da gar keinen Sinn. Ja, da werden wir das andere auch noch brauchen. Aber dann können wir es schaffen. Ja, aufs nächste Mal schaffen wir es auf jeden Fall. Auf jeden Fall nach der Story-Mission hören wir wieder auf. Also wir machen quasi pro Part eigentlich ein Level, könnte man sagen. So durchschnittlich. Etwas mehr. Jetzt gehen wir noch bei Matau. Machen wir da noch die tägliche Credits Mission. Ja, es macht immer noch Spaß, aber nicht mehr so viel wie am Anfang, muss ich schon sagen. Also, ja, wie gesagt, beim letzten Mal habe ich glaube gesagt 30 Parts. Das ist so das Ziel, was ich jetzt kriegen möchte. Es könnte auch sein, dass es mehr kommt. Ich hätte sowieso nie gedacht, dass ich das jetzt so relativ großflächig das Ganze hinbekommen hätte. Ich nie gedacht. Nein, jetzt habe ich diesen Button nicht gemacht. Ich würde eigentlich nur wegspringen. Scheiße. Macht aber nichts. Macht aber gar. Ich bin echt im Nahkampf lieber, also das ist echt eine coole Entscheidung gewesen, dass wir das gemacht haben. Nein, das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Nein, das wollte ich nicht. Ach, teilweise ist schon ein bisschen komisch, aber ja, wir zocken es ja auf dem PC, nicht auf dem Handy. Komm raus aus deinem Versteck, meine Güte. Wir beiden. Sowieso. Das ist schon eine coole Attacke, aber die Haut ist gar nicht mal so reich. Liegt wahrscheinlich auch dran, dass wir auf einem relativ niedrigen Schwierigkeitsniveau spielen. Nur mal was. Ja. Jetzt können wir endlich durch. Freut mich natürlich immer, wenn es euch freut, wenn endlich ein neuer Part kommt. Das ist natürlich super. Das ist natürlich genau das, was man möchte als Let's Player. Wenn man Let's Player macht. Momentan läuft sowieso, es läuft gerade so gut. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie das Gefühl ist. Es läuft momentan sehr, 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 sehr gut. Also kann man wirklich nicht beklagen, es ist toll, es macht Spaß, wenn das Ganze so läuft. Boah, shit! Das haut ja richtig rein bei dem. Nicht schlecht. So, jetzt sollten wir Level 21 auf jeden Fall erreichen, hoffe ich mal. Wäre gut, wenn. Ja, haben wir gut geschafft. Super. Ja. Alles gut. Dieses Rüstungsset befindet sich auf Arnward. Gut, jetzt können wir die Hoss-Mission machen. Alle Systeme, der Hoss. Cool. Trotz der ansehnlichen Teilesammlung, die du Shotpaw mitgebracht hast, informiert er dich, dass er noch weitere Teile nötig sind. Du musst nach Hoss zurückkehren, um die letzten Teile zu suchen. Alles klärchen. 420, 797.
natürlich noch einen kleinen Dialog. Du brauchst einen imperialen Codebrecher, einen Tri-Ventil Bausatz und einen Vortex Stabilisator. Die Plünderer sollten das alles haben. Ich verstehe, warum wir keinen Imp-Codebrecher kaufen können, aber was ist mit dem Rest? Shortpost-Schmuggler sagen, das hat etwas mit der richtigen Einstellung der Energiesignatur des Shuttles zu tun. Aber Happy spricht oft davon, dass er dich nicht mehr braucht. Einer dieser Jobs könnte eine Falle sein. Dann sind wir gespannt. Haut ganz schön rein, der kleine Mongo. Komm! Auf jeden Fall heute mal wieder zwei Parts aufgenommen, obwohl ich eigentlich nie damit gerechnet habe, dass ich es heute schaffe. Also echt Respekt vor mir selbst, quasi. Der haut mich immer so, dass ich so kurz etwas, ich sag mal, mitgenommen bin. Dass ich kurz verzögere quasi. Komm, greif den da an! Greif den an! Mann. Komm. Wir hauen ganz schön rein. Da ist es. Unser Special Attack. Den nutzen wir jetzt nicht. So bei der nächstgrößeren Gruppe. Das können wir kurz rein. Zum Beenden. Hä? Was hatte ich jetzt nicht? Oh, da brauch. Ich weiß nicht, ob wir das mit zwei Credits-Missionen dann beim nächsten Mal schaffen werden. Ich glaube, da bin ich gespannt auf jeden Fall. Ja. Zu viel Minus. Das ist okay. Kann man immer brauchen. Adress zu viel Minus. Einfach zu viel Minus. Ja, dann war's es auch für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.